um Schulden abzuarbeiten. Oliver Pocher schickt seine Kinder zum Pfandsammeln. Weil Oliver Pochers Zwillinge auf der Kreditkarte von Mama Alessandra Meyer-Wölden rund 1000 Euro Schulden anhäuften, ließ sich der Comedian eine kreative Bestrafung einfallen. Berlin, für Oliver Pocher, 46, bringt der Familienalltag auch immer wieder einiges an Trubel mit sich. Davon berichtet der Comedian häufig ganz ungeschönt in seinem Die Pochers Podcast. Den betreibt der 46-Jährige seit der Trennung von Amira Pocher, 31, die mittlerweile ganz offiziell wieder liiert ist, mit seiner Ex Cindy Meyer-Wölden, 41, weiter. In der aktuellen Ausgabe ist der Ärger groß, denn ihre Zwillinge Elian und Emanuel haben ordentlich über die Stränge geschlagen. Oliver Pocher und Cindy Meyer-Wölden sauer, ihre Söhne geben rund 1000 Euro im Netz aus. Über den Hintergrund klärt das von 2010 bis 2014 verheiratete Ex-Paar ausführlich auf. Alles begann mit einer verdächtigen Kreditkartenabrechnung, auf welcher Cindy etliche Zahlungen an den Apple App Store aufgefallen waren. Die summierten sich bei genauerem Hinsehen schnell. Als du mich angerufen hast, warst du bei 600 Euro, erklärt Oliver Pocher. Gib mir mal bitte eins von den kleinen A-Löchern. Habe das Model am Telefon ihrem Ärger Luft gemacht, erinnert sich der Komiker. Anschließend schilderte detailliert, was dann geschah, ich dann vom Telefon nach hinten. Mama ist ein bisschen sauer. Irgendeine hat für 600 Euro was im Store gekauft, so der 46-Jährige. Seine Zwillinge hätten sich direkt ertappt gefühlt, ich hab's dir gleich gesagt, habe einer der Brüder den anderen ermahnt. Cindy Meyer-Wölden habe sich indes erst einmal beruhigen müssen, und dann weitergezählt. Da war sie schon bei rund 1000 Euro angekommen. Zwillinge müssen Geld abbezahlen, Oliver Pocher verdonnert sie im Stadion zum Pfand sammeln. Für Oliver Pochers Zwillingssöhne hatte die unerlaubte Kreditkartennutzung natürlich Konsequenzen, und das in mehrfacher Hinsicht. Während ihre Mama sofort die beiden iPads einkassierte, ließ sich der TV-Spaßvogel etwas ganz Besonderes einfallen. Beim Stadionbesuch während der Heim-EM habe er die beiden zum Bechersammeln verdonnert, so Pocher, weil sie ihr Geld abbezahlen müssen. Offenbar recht tatkräftig haben die beiden Kids das dann auch getan. Insgesamt 135 Euro seien bei der Pfandsammelaktion zusammengekommen. Die genügen zwar noch lange nicht, um die Schulden in Gänze zu tilgen, sind aber immerhin ein recht ordentlicher Anfang. Übrigens, jüngst brach Oliver Pocher auch sein Schweigen zu Amiras Liebesouting. Verwendete Quellen: Die Pochers, frisch recycelt, Podimo.com, Folge 36, rtl.de.